Hallöle, ich bin's wieder, der Bene von Schiller Games. Es geht weiter mit Pokémon Blattgrün. Ja, wir sind Hypertrank, was wieder mit Hypertrank? Oh. Alter. Oh. What the fuck? Ach du Scheiße. Da hat er doch recht mit dem Hypertrank. Oha. Pandera, Big Mama und Sphinx sind schon gestorben, Alter. Turtok setzt Biss ein. Ja, vergiftet, das ist sehr gut. Alter, was hat der gemacht? Sind wir in der Siegestraße? Ach nö. Ich mag die Siegestraße nicht. Egal, ich musste... Erdbeben! Woohoo! Sehr schön, sehr schön. Er hat Erdbeben gelegt, Trigger. Wir sind in der Siegestraße. Alter! Warum ist der... der sicher jetzt erst? Das Vieh ist Level 53. Ich will nichts sagen, Nivosch, aber... wir müssen Offline-Training machen. Ach, das war Rivale, iOS. Was? Ach, ich war zu unvorsichtig. Alter. Das war ein gutes Aufwärmtraining. Ich bin gut auf die Pokémon-Liga vorbereitet. Android, auch wenn du gewonnen hast, musst du mehr trainieren. Ich glaube, du bist dir dessen bewusst. Bis dann. Ja. Alter, scheiße, ey. Ja, wir sind ein bisschen kaputt, würde ich mal sagen. Sind wir schon bereit für die Siegestraße? Ich habe keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja. Ich hoffe, er hat sich gut von seinem Arena-Kampf erholt. Aber ganz ehrlich, wer ist auch so blöd und tritt mit so schwachen Pokémon gegen Giovanni an? Also... sowas kann man einfach nicht schaffen. Er mag zwar ein guter Pokémon-Spieler sein, ja, aber also ein guter Pokémon-Trainer. Aber sowas, das schafft niemand, also. Da habe ich schon gedacht, was macht der? Mit Bobo und Flattermann und wie sie alle heißen, wollte der da jetzt da die den Giovanni besiegen, also. Geht nicht, nee, also geht gar nicht. Haben wir den Orden denn überhaupt schon? Nicht, dass ich zu viel sage, ja, haben wir, okay. So. Ja, ein wildes Pokémon. Auf geht's, komm. Gib's mir. Oh, ein Radfratz. Ein cooles Radfratz. Radfratz, so. Superball. Auf geht's. Superball. Yeah. Fang ihn. Yay. Ah, ich wollte das vorlesen. Mann, ey. Naja. So. So, nee, erstmal hier. So. So, fertig. So, dann haben wir das auch. Wir haben einen Radfratz gefangen, das Nivosch 1 heißt. Da wollte ich schon gar nicht rein. Schaffen wir das? Okay. Hi. Oh, du trägst den Felsorden. Dann darfst du weitergehen. Ja, aber natürlich. So, ei gute. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Quellorden hast. Wunderbar, du hast den Quellorden. Okay, setze deinen Weg fort. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Donnerorden hast. Wunderbar, du trägst den Donnerorden. Okay, setze deinen Weg fort. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Farborden hast. Wunderbar, du trägst den Farborden.
Okay, setze einen Weg fort. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Seelenorden hast. Wunderbar, du trägst den Seelenorden. Okay, setze deinen Weg fort. So, nochmal kurz surfen. Trigger. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Sumpforden hast. Wunderbar, du trägst den Sumpforden. Okay, setz deinen Weg fort. Kommen ja auch noch Pokémon. Kann man hier vielleicht trainieren? Wow, 44. Hier kann man trainieren. Cool. So, ich werde hier einen kleinen, ja, Stopp machen für euch. Ich werde ein bisschen trainieren. Oder? Obwohl, wie komme ich dann? Naja, egal. Ja, ich werde ein bisschen trainieren. Und wir sehen uns dann, wenn ich ein bisschen trainiert habe. Also dann. Tschüss. So, da sind wir wieder zurück bei Blattgrün. Ja, ich habe ein bisschen trainiert, aber nicht so viel, wie ich eigentlich wollte. Ein paar Level Sphinx, 42, 42, 42, 43, 44, 45. Weil. Ja, ne? Weil ich glaube, hier unten waren wir noch gar nicht. Wir sind ja von Alabastia aus zur Zinnoberinsel gekommen. Oder liege ich da falsch? Nee, ich glaube schon. Das heißt, wir müssen eigentlich noch von Fuxania City den Seeweg machen. Die meisten werden sich jetzt wahrscheinlich denken, nein, bitte nicht. Aber ich möchte das machen. So. Ich werde jetzt gleich sehen, ob wir hier waren. Nein, waren wir nicht. Vor dem Schwimmen muss ich mich noch aufwärmen. Ja, ein Kämpfchen, ein Pokémon-Kampf vor dem Schwimmen. Das ist immer gut, oder? Ja, doch, doch. Passt schon. Schwimmer Enno. Die haben halt jetzt dementsprechend schwächere Level, aber. Obwohl, nur 12 Level unter uns. Ah, knapp. Guck, wir schaffen die noch nicht mehr mit einem Schlag. Aber wahrscheinlich liegt es auch daran, weil Sphinx Schockwelle ist jetzt 60, weiß ich gar nicht, 60 glaube ich, hat's an Stärke. Und hat jetzt keinen Step, weil Sphinx ist ja ein Normal-Pokémon. Und Elektro ist auch jetzt nicht gerade gut gegen Tentara, weil das noch Gift hat, also Wassergift. Wir gucken mal hier, wie viel das, ob das hier ein One-Dings wird. Ein One-Shot, keine Ahnung. Ja, ein One-Hit, genau. One-Hit, nicht Shot. Ja. So, Spieler besiegt. Wunderbar, jetzt ist mir warm. Sehr gut. Habe ich dir auch noch geholfen, das freut mich. Hi. Warte, sonst bekommst du einen Herzinfarkt. Ja, meinst du? Ich bin ein junger Junge. Was? Ein junger Junge? Ein kleiner Junge. Ich bin was? 12? 13 oder so soll der sein? Ah, ist ja egal. Schwimmer Ernst, Goldini. Ah, nimm mal nicht alles so ernst, lieber Ernst. Goldini werden wir mit Schockwelle bearbeiten. Und hoffentlich auch besiegen. Goldini ist besiegt. Sehr gut. Es freut mich. 688 Erfahrung. Das bringt auch ein bisschen Erfahrung. Das ist sehr gut. Und jetzt nicht gerade wenig. Nochmal Schockwelle. Miau. Zack. Das ist sehr effektiv. Okay. Sehr gut. Und jetzt nochmal Sternduo. Das ist supi. Du auch noch weg. Also ich hätte natürlich noch mehr trainiert offline, aber es ist mir einfach in den Kopf gekommen. Warte, da ist doch noch eine Route, die wir gar nicht gemacht haben. Ja, und dann habe ich mir gedacht, da müssen wir was machen. Wow, mir ist kalt. Ja,
Jetzt gucken wir gerade mal wegen Schutz und sowas, haben wir da, ob wir da genügend haben. 15, das muss reichen. Das muss reichen, so. Das Wasser ist tiefblau. Möchtest du Surfer einsetzen? Ja. Trigger setzt Surfer ein. Und gleich der erste Trainer. Hi. Ich schaue auf das Meer, um zu vergessen. Du hast gerade nicht aufs Meer geschaut, du hast aufs Land geschaut. Das ist schon klar, ne? Naja. Schwimmer Kevin hat ein Seepferd. Und wir haben Sphinx, die mit Schockwelle hier einiges anrichten kann. Sehr gut. Zack, kaputt ist er. Oder, ja, doch, ist er, weil es ist ein männliches Seepferd. Ja, okay. Und jetzt noch ein Seepferd, jetzt ein weibliches. Das wäre natürlich ganz lustig. Und, nee, auch ein männliches. Dann machen wir das auch nochmal platt. Njong. Tju. Kau. So irgendwie. Das ist sehr effektiv. Und kein Level-Up leider. Ein Pokémon brauchen wir noch. Nein, ein traumatisches Erlebnis. Es tut mir leid. Ich wollte Top-Schutz einsetzen, damit wir hier mal ein bisschen vorankommen. Hi! Ich wollte nach Pokémon tauchen. Doch, das war keine gute Idee. Warum? Hast du etwa nicht die VM Taucher, die es erst ab der dritten Generation gibt? Ja. Also, ja, ab Rubin, Saphir. Nee, gab's sogar nur bei Rubin, Saphir, oder? Wo man sie auch als auf VM halt so einsetzen konnte, wo man tauchen konnte. Ich glaube, sonst gab's sowas nicht. Fand ich aber auch eigentlich richtig cool mit Tauchen und sowas. Das fand ich ganz lustig bei Saphir, habe ich damals gezockt. Naja, Level 43 für unser Sphinx. Wechseln, wechseln, wollen wir wechseln? Imperator ist hier eine schlechte Idee. Big Mama, Big Mama. Ja, doch, Big Mama ist eine gute Idee, denke ich. Die kann ja einiges reißen. Big Mama. Und wenn mal keine Wasser-Pokémon kommen, dann kommt Imperator dran. Stärke, auf geht's. Und Muschas ist kaputt. Okay, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Gold King, da bleiben wir natürlich auch drin mit Big Mama. Big Mama. Und werden weiter hier ein paar Bahnen ziehen. Stärke einsetzen und dieses Gold King auch vernichten oder in dem Fall besiegen. Oh, 1000 Erfahrungspunkte, sehr gut. Hilfe, was los? Hey, was ist denn? Komm auf mein Pokémon, dann kann ich dich ja kutschieren. So, Sphinx geht ein bisschen weiter hinten. Imperator ist jetzt dran, dann bekommt er wenigstens die Anfangs-EP ein bisschen. Hi, was mag sich hinter dem Horizont verbergen? Hinter dem Horizont. Ein Leben ohne Krieg und ohne Rassismus. Sag ich jetzt einfach mal. Hoffe ich auf jeden Fall, dass es sowas mal irgendwann geben wird, ey. Naja. So, zurück zu Pokémon. Fliegen auf Seepferd. Dieses Seepferd ist kaputt. Na, so können wir das wieder. Ja, doch, doch. Ich denke, mit Imperator können wir hier doch ein bisschen was machen, weil der ist schon mit 42 ein sehr hohes Level und ich denke, das passt schon. Da passt. So, Umklammerung. Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Fliegen. Zack. Der Terra ist wieder kaputt. So. Okay. Wieder ein. Oh, noch ein Tentara. Der zweite Terra jetzt. Ein Seepferd. Was ist das letzte Pokémon? Noch ein Seepferd vielleicht. Das hat er. Dann hat er zwei Seepferd und zwei Tentacher. Das wäre ganz, wäre eigentlich ganz logisch. So also, wie ich die Pokémon-Typen kenne. Hat er was anderes? Goldini! Okay. Hat er. Seepferd, Goldini und zwei Tentacher. Da machen wir wieder Fliegen. Dreschflegel bringt jetzt eigentlich nichts, ne? Und fliegen. Bumm. Goldini ist kaputt. Und 600 Erfahrung. Und Ignaz wurde besiegt. So. Die ertrinken irgendwie alle hier, die Leute.
Yay, und perfekt hingestellt. Ich gehe gern schwimmen. Du auch? Also jetzt, eigentlich bin ich so der Schwimmer. Eigentlich gar nicht. Ich habe ein Seepferdchen. Haha, aber sonst habe ich eigentlich nicht so Talente im Schwimmen. Oder gehe gerne schwimmen. Ja. Muss ich sagen, das überlasse ich anderen. Das Schwimmen. Ja. Ja, weiter. Quapsel war das gerade und jetzt kommt Quapuzzi. Schade, dass er nur zwei hat, weil wenn er drei hätte, dann käme auch noch Quappo. Und Quappo als Wasser-Kampf-Pokémon. Richtig, richtig cool eigentlich. Quapuzzi ist, glaube ich, noch nur Wasser. Oh, hält es aber aus. Au. Oh. 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 Viermal getroffen. Duplexi hat ganze, ja, acht Schaden gemacht. Auf Metallklaue geht's daneben. Sehr gut, Imperator. Na, ja, jetzt wisst. So, Metallklaue. Es hat ja nicht so lange gedauert, dass du geschafft hast. Finde ich sehr gut. 841 Erfahrung. So. Mann, war das eine. Aber Mann, war das ein Bauchplatscher. Ich weiß gar nicht, ist meine Zeit schon vorbei? Ich denke schon. Ich werde. Nee, Map brauche ich. Also Karte. Nicht Map, sondern Karte. Karte, genau. So. Damit er weiß, wo wir sind, damit er auch weiß, was wir machen sollen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pokémon Blattgrün. Ciao.